Jo, moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS 17. Ja, ich würde sagen, wir haben ja letzte Folge, hat ja Hofi gedroscht und jetzt droscht Hector. Und ich würde sagen, jetzt nehmen wir mal einen Anhänger und ja, bringen den mal weg. Ne, der ist voll. Die ist voll. So, stecken wir mal in den Bock rein. Und dann geben wir mal Gas, ne? So. Nicht so schnell. Oh, hubbe der Loch hier. Da werden die dann wieder gebeugt. Naja, gut. Oh, oh, dann müssen wir jetzt erstmal euch ganz skillenstead durch. Da durch eiern und ja, dann tanken wir nochmal ab. Hector, lieben. Oh, was gibt's hier so Neues? Eigentlich gar nichts, ne? Alles so geblieben beim Alten, wie es war, ne? Ja. So, dann biegen wir mal ab. Ups, naja, nicht schlimm. Der Pfosten, der soll immer weggewesen da sein. Na, der nervt hier nur. Mal jetzt rum, ja, wahrscheinlich. Ja, Hector, der macht das hier schön. Das passt alles. Ja, schon ein bisschen was gedroschen, ne? Wir dreschen eigentlich schon den ganzen Tag mit ganz guten Prozenten. Das geht eigentlich. Richtig guter Ertrag von der Gerste kommt da runter. Da gibt das ordentlich Knatter. Und dann für die Schweine, da ne, brauchen wir ja auch dann was. Komisch. Nee, nicht komisch, wenn die Schweine was brauchen. Die brauchen ja immer was zu essen. Doch, geben wir aber jetzt mal Gas. Ja, Gerd hat in Ebsdorfer Heide einen neuen Schlepper. Bin ja mal gespannt, wie der sich da so macht. Naja. Da bin ich echt mal gespannt, wie der sich macht. Der haben ja jetzt eine neue Kreissäge da gekauft. Mein lieber Jolly, du. Boah, die hat ordentlich Wumms, hat die. Also, die braucht Wumms. So, Krawalle leuchten an. Nicht da, hier. Ah, jetzt ist es so an. So, fahren wir mal links rein in die schöne Pforte. In seinen Hinterbetrieb sozusagen. Ja, das Silo. Ja, wenn ich ehrlich bin, ich muss den Spielstand neu machen, da war Silo weg. Ach, naja, hör auf. Egal. Auf jeden Fall denkt euch einfach, ich hab's gefahren und gut ist. Komme ich jetzt hier durch? Ach. Fahren wir hier durch. Oh ja. Bödenstedt ist schon nicht so performancearm. Aber egal. So, kippen wir mal ab, schön. Aber noch mal kurz gucken, wie es mit dem Wetter ist. Nu, was ist das denn? Hä? Anneliese ruft an. Nehmen wir mal ab, mal gucken, was die hat. Ja, was gibt's? Hallo? Ja. Hallo, wer ist dran? Ja, ich bin's, Janni, dein Sohn. Ja, hi. Du, Gerhard ist vom Boden gefallen. Kannst du bitte kommen? Wir haben hier keinen, der was machen kann. Was? Gerhard ist vom Boden gefallen? Ach nee. Ja, du, ich komme sofort. Ja. Du, ich sag dir nur noch schnell Bescheid, die sollen den Wagen fahren. Ich bin sofort da. Keine Sorge. Ja, gut. Bis gleich. 3 Stunden bin ich drüben. Ach, herrje. Scheiße, verdammt. Verdammter Dreck. Ich stelle jetzt den Schlepper hier noch hin bei die auf dem Hof. Kloppen schnell bei Annelie, bei Laura an. Was soll er machen? Laura, du, ich muss schnell nach der Ebsdorfer Heide hin, ne? Bei Gerd, der ist vom Boden gefallen. Ich nehme dein Auto, ne? Ja, mach's gut. Ja, tschüss. Scheiße. Mist, verdammt. So, jetzt zählt's aber echt, ey. Die Kühe, die haben da bestimmt nichts zu fressen gekriegt. Ja, gut, aber auf jeden Fall. Mein Gerd, das ist einer meiner. Das ist. Meine zweitwichtigste Person im Leben und Anneliese auch.
Deswegen die zwei. Ach, egal. Kurve, egal. Ja. Nicht so schnell, sonst wäre immer noch geblitzt. Auf jeden Fall, die zwei sind so, mir so wichtig. Also, da müssen wir jetzt echt Gas geben, dass wir da hinkommen. Oh, komm jetzt, ey. Hier. Ja, so nah, jetzt egal. Das ist mir jetzt echt Wurst. Hauptsache, wir kommen jetzt so schnell wie möglich bei Gerd, ey. Das ist so wichtig. Ach komm, egal, was soll's. Schleichheini. Hier steht auch noch alles. Ist mir jetzt egal, ob ich zu schnell fahre oder nicht. 22 km/h, ja, könnte einen Punkt geben, aber. Ja, könnte einen Punkt geben, aber egal. Gut, ich schneide hier mal kurz was raus. Das wird jetzt zu lang, die 3 Stunden Fahrt. Wir sehen uns gleich in Ebsdorf. Tschüss. Ja, da bin ich jetzt wieder. Ich habe jetzt mal kurz die Fahrt rausgeschnitten, dadurch, weil ich da nicht filmen durfte. Aber wir müssen halt jetzt Gas geben, dass wir jetzt da rüberkommen. Es ist echt wichtig. Ich fahre jetzt hier echt auch mal Vollgas, weil wer weiß, was da wieder passiert ist. Ist immer so. Immer wenn ein Notfall ist, gibt er ja nie Vollgas. Das ist aber echt. Weiß ich nicht, was ihm passiert ist jetzt. Und ob es ihm geht, ob er im Krankenhaus liegt, ob er irgendwie operiert werden muss oder was ist und was mit dem Betrieb ist. Tausend Fragen jetzt über den Kopf. Und ja, geben wir jetzt einfach mal Gas und gucken mal. Oh, hier ging es da hoch, ne? Ja, sieht gut aus. So, komm. Lieselotte. Oh, Herbert. Oh, alles klar. Oh, da muss ich auch gleich ran. Das kann nicht sein. So, gucken wir mal bei meiner Mutter Anneliese. So. Ja, hier ging's schon, ja. Ja? Mama, ich bin's. Hi. Ja, mein Junge. Bei dir wenigstens alles gut. Ja, alles klar. Wo ist er denn runtergefallen? Da hinten beim Strohballen, da hinten, wo die Schippen immer drauf stehen. Ich guck mal kurz, ne? Ja, ich bleib hier. Gucken wir mal. Schnell. Ah, da hinten. Oh nee. Das sind aber ein paar Meters. Oh, wenn er da böse aufgekommen ist, hat er sich auf jeden Fall gebrochen. Wahrscheinlich hat er da oben wieder irgendwie was an der Schippe gemacht. Deswegen, ja. Gut. Ja, sind schon ein paar Meter. Ja, kannst du mich mal schnell zum Fritze fahren? Da fahre ich mit denen nach Gerd ins Krankenhaus. Ja, ich fahre dich hin. Dann komm. Ja, okay. So, kommst du? Ja. So, stecke ich in. Hier. Ja, passt. Aber nicht so schnell, mein Junge. Ja, ich pass auf. Kriegen wir hin. Ja, jetzt fährst du mich bei Fritze, dann gucke ich mal, wie es ihm geht. Und oh, ich habe ein bisschen Kuchen dabei. Vielleicht bricht das oder nicht. Du, ich hatte Lars hingestellt, der kam. Der hat mir dann hier einen Acker. Der pflügt mir da hinten. Ja, ist gut. Ich kümmere mich drum. Ja, passt. Oder bring ich die jetzt mal da bei Fritze hin? Ist ja nicht weit, ist ja um die Ecke. Dann geht die bei Gerd und ich mach das. Hier erstmal bei Viecher kurz gucken und dann wahrscheinlich Kreiseln oder so bei Lars da auf der Ecke. Guck mal einfach mal. Ja. So. Ja, hier ist er schon. Der Fritze. Oh, kommst du alleine? Ja. Oh. Mach's gut, Anneliese, ne? Fährst mit ihm hin. Kommst du nachher wieder oder rufst mich an, wenn ich was machen soll, ne?
Ja, okay. Oh, passt. Die geht jetzt mit Fritz und dann fährt sie halt mit dem jetzt ins Krankenhaus. Ups. Fährt die halt jetzt mit dem ins Krankenhaus bei Gerd und dann würde ich sagen, dann kriegen wir das jetzt da alles hin. Dann gucken wir schnell mal bei den Viechers. Jetzt fahre ich gescheit, wer weiß, was jetzt hier los ist. Ich habe ja eben, weil, gut, das ist ja elf versorgt und Krankenhaus, das sind halt, ja, das passt jetzt. Jetzt sind mit Fritze dahin. Ich glaube, da oben ist Lars am Arbeiten. Schön, das passt. Ja, der ist zwar 14, aber hier oben kann er ja jetzt fahren, ne? Sie hat ja jetzt hier auch keinen anderen. Ne, Hector ist ja Ding, ist Hector ist ja bei mir, Gödenstedt. Und ja, die andere wird weiß nicht, wo der ist. Und ja, die anderen, weiß ich da nicht, wo die jetzt sind. Gut, auf jeden Fall stelle ich jetzt mal mein Auto hier hin. Ja, und dann würde ich sagen, nehmen wir 300, 37er, wenn er da hinten steht. Muss mich ja hier auch erstmal umgucken wieder. Nee, nee. Ja, wahrscheinlich ist er schon vor ein paar Stunden gestürzt. Ich brauche ja 3 Stunden, um dahin zu kommen. Und dann ist halt alles, haben die Kühe alles wieder rausgeschmissen. Ja. Oh. Aber nun haben sie ja dann hier hinten den neuen Schlepper. Und kann ja keiner bedienen, ne? Den neuen Deutz. Fahren wir gleich mit Kreiseln wahrscheinlich, wenn er angehangen ist. So, hoch. So, komm. Auf, wie geht's? So, zack. Und weiter. So, welche Richtung hat sich denn das Ding jetzt gedreht? Ja, dann müssen wir jetzt so ran. Ah, noch nicht. Zack, schön langsam mit dem Reifen. Oh, geht da dran. Schön, ja, passt. Oh, alles schön sauber nachher füttern, aber ich denke mal, Lars kriegt das auch hin. Aber ich will den jetzt, wird jetzt wahrscheinlich mal eine Woche oder jetzt hier alleine der Helfer sein und das machen. Deswegen, ich will jetzt vielleicht 2, 3 Tage schon mal noch hier bleiben. Die in Gönsche kriegen das ja hin. Da ist ja Hopfi noch, der kann Drescher fahren und Hector fährt ab. Du, mit dem neuen Drescher können die um, das geht. Meine paar Hektar da, na gut, paar Hektar, 400 Hektar jetzt bald, aber. Wenn die da einmal richtig anfangen, sind die in ein paar Tagen fertig. Und dann ein paar Placken wegmachen und dann passt das eigentlich auch. Jojo. Oh, da gucken wir jetzt gleich mal bei Lars. So, zack. Bisschen vor nochmal. Nicht da dran hängen bleiben mit dem schönen Spiegel. So, zack. Ja, Silo hat er noch genug, habe ich gesehen. Da hat er ja jetzt hier den zweiten Schnitt drin gegurkt. Oho. Hat er aber was. So, dann setze ich den mal wieder runter. Der kann hier stehen bleiben. Tür auf. Klappe zu. Klappe durch. Ja, dann steigen wir mal einen neuen Deutz ein. Oh, da hinten steht er. Da hat er sich aber was gegönnt. Der lässt sich nicht lumpen, du. Aber wie gesagt, Gerd ist der Einzige, der ihn fahren kann, weil das ist halt. Die anderen können es nicht. Die können nur ein Fendt fahren, können kein Deutz fahren. Oh, stich in. Ja, ich muss ja auch mal erstmal gucken hier. Da. Kupplung mal treten. Oh, Mann. Oh, passt. Ganze Terminals hier. Muss mal gucken hier. GPS hat ja da, okay. Ja. Denk mal, den kriege ich auch gefahren. Oh,
Nicht, ist nicht so, aber das kriegen wir hin. Fraglich. Naja, ich bin ja jetzt wenigstens erstmal froh, dass Fritz die da hinfahren kann, sonst hätte ich die auch noch 30 Kilometer fahren können zum Krankenhaus. Hätte ich jetzt auch nicht gemusst. Ja, jetzt helfe ich erstmal Lars, also mache jetzt erstmal Lars sein Ding da, damit da wieder Zwischenfrucht reinsehen kann. Und ich denke mal, die Zwischenfrucht umbrechen, das kann dann Gerd machen oder ich helfe ihm dann da nochmal ein bisschen, ne? Das kann ich ja machen. Aber auf jeden Fall würde ich jetzt erstmal sagen, dass wir das jetzt hier schön kreiseln. Wenn wir gleich bei Lars gucken, fragen, ob es ihm geht, ob er noch was zu essen hat oder noch Kaffee braucht. Haben sie ja nicht so eilig. Passt ja, in Güldenstedt ist ja alles versorgt, hier geht alles. Na, alles klar bei dir? Oh, gut. Du bist doch der Janni, oder? Ja, bin ich. Oh, hast du noch genug Kaffee und ein Stück Kuchen? Ja, habe ich. Oh, passt doch. Du, dann fange ich an zu kreiseln. Du aggerst hier noch schön weiter. Ja, ja, passt. Gut, dann viel Spaß noch, ne? Jo, wir treffen uns ja nachher hier, wenn ich fertig bin. Jo, mach's gut. Bis gleich. So, das passt, der macht das. Ach gut, Rand abagern hier. Die zwei Dinger, die setzen wir auch mal bald wieder hier zusammen. So, einsteigen. Fangen wir unten an, hä? Na ja. Ja, jetzt mal gespannt, was das gibt. Zack. Was hat das gegeben, du? Oi. Jetzt haben wir aber hier was zu tun. Oh, das passt ja schon. 6 Meter, kommt hin. Haben wir vielleicht 5,9 draus. So, dann das noch ein kleines bisschen nach hier. Ah, so passt das. So. So, 5 km/h. Na, jetzt muss ich ein bisschen drehen hier. Nö. Jetzt muss ich... Nein. Ein bisschen drehen hier. So, zack. Und runter. Gas. Ja, gut. Oh. Rein. Das sieht ja gut aus, ne? Richtig eingestellt ist auf jeden Fall, das weiß ich. Die habe ich ja noch, ja, habe ich ja noch ein Video geschickt, wo sie da drüben was rumgemacht haben. Ja, vielleicht könnten wir noch ein bisschen schneller. Du, die sind auch schneller gefahren bei dem Boden. Ich kenne mich halt hier mit diesem Ding nicht aus. Ich habe ja nur, ich habe in Güldenstedt eine Maschio. Ja, vielleicht können wir so. Ja, so ist aber gut. 7 km/h ist echt in Ordnung. Jojo. Und machen wir das hier mal schön. Ich denke mal, wir müssen auch noch... Er braucht ja auch noch Heu. Er hat nichts mehr, ne? Deswegen wollen wir nochmal 2 Felder Heu machen. Klar, das können wir nicht gleich verfüttern. Aber ein bisschen haben wir noch, aber ich denke mal, wenn wir jetzt nicht mit der Futterproduktion weitermachen, hängt da, hat er irgendwann eine Lücke drin und hat nicht mehr genug. Deswegen, Silo, hat er ja gesehen, da hat er ja übermaßen Zeug da liegen. Ich glaube, da kriegt sogar noch der BGA was von. Aber auf jeden Fall das ganze Heu und Stroh. Stroh haben wir echt noch massig. Deswegen haben die diese Ernte auch eigentlich kaum was gemacht. Nur ein bisschen was Frisches, ne? Aber... ja. Aber deswegen würde ich jetzt auch einfach sagen, machen wir noch 2 Felder. Also 2 Wiesen. Machen wir noch Heu und dann ist das gut. Jo Leute, aber ich würde auch noch mal sagen, das war's. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Janni. Tschüss.